Zertifikat B1. Modul Hören. Übungssatz. Das Modul Hören besteht aus 4 Teilen. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Vor den Aufgaben gibt es Pausen, in denen Sie die Aufgaben lesen sollen. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Dazu haben Sie nach dem Hörverstehen 5 Minuten Zeit. Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss! Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören folgende Nachricht auf der Mobilbox Ihres Telefons. Hallo, Schneider hier vom Elektrogeschäft. Frau Hüttner, wir haben ja Ihren Fernseher hier. Unser Techniker hat ihn sich jetzt angesehen und es ist leider so, dass die Reparatur über 150 Euro kosten würde. Das lohnt sich eigentlich nicht. Wir würden Ihnen empfehlen, lieber einen neuen zu kaufen. Wir haben hier gerade sehr günstige Spezialangebote. Sagen Sie bitte bald telefonisch Bescheid, was wir machen sollen. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Schneider hier vom Elektrogeschäft. Frau Hüttner, wir haben ja Ihren Fernseher hier. Unser Techniker hat ihn sich jetzt angesehen und es ist leider so, dass die Reparatur über 150 Euro kosten würde. Das lohnt sich eigentlich nicht. Wir würden Ihnen empfehlen, lieber einen neuen zu kaufen. Wir haben hier gerade sehr günstige Spezialangebote. Sagen Sie bitte bald telefonisch Bescheid, was wir machen sollen. Auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören folgende Nachricht auf der Mobilbox Ihres Telefons. Hallo Eva, hier ist Nina. Wie sieht es morgen mit unserer Fahrradtour aus? Ich bin gerade auf Wetternet. Es soll erst abends regnen. Wir könnten ja schon früher los und eine kleine Tour machen. Ich kenne eine schöne Strecke. Auf dem Weg ist auch eine nette Gaststätte. Dann brauchen wir kein Essen einzupacken. Und denk diesmal dran, dir etwas zu trinken mitzunehmen.
Treffen wir uns am Sportplatz, der in der Nähe von deiner Wohnung, okay? Melde dich! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Eva, hier ist Nina. Wie sieht es morgen mit unserer Fahrradtour aus? Ich bin gerade auf Wetternet. Es soll erst abends regnen. Wir könnten ja schon früher los und eine kleine Tour machen. Ich kenne eine schöne Strecke. Auf dem Weg ist auch eine nette Gaststätte. Dann brauchen wir kein Essen einzupacken. Und denk diesmal dran, dir etwas zu trinken mitzunehmen. Treffen wir uns am Sportplatz, der in der Nähe von deiner Wohnung, okay? Melde dich! Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Ankündigung im Radio. Und jetzt ist wieder Zahltag bei uns. Wie wäre es, wenn jemand anderes Ihre Rechnungen bezahlt? Wer macht das schon freiwillig, fragen Sie sich? Wir, und zwar mit Vergnügen. Wir bezahlen Ihre Rechnung, egal wie hoch. Bewerben Sie sich mit dem Formular auf unserer Homepage www.radiowest.de. Der Zufall entscheidet. Wenn Sie Ihre Rechnungsnummer bei uns im Programm hören, rufen Sie im Studio an. Sie haben eine Minute Zeit, um sich zu melden. Jeden Montag bis Freitag ab 8 Uhr. Viel Glück! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt ist wieder Zahltag bei uns. Wie wäre es, wenn jemand anderes Ihre Rechnungen bezahlt? Wer macht das schon freiwillig, fragen Sie sich? Wir, und zwar mit Vergnügen. Wir bezahlen Ihre Rechnung, egal wie hoch. Bewerben Sie sich mit dem Formular auf unserer Homepage www.radiowest.de. Der Zufall entscheidet. Wenn Sie Ihre Rechnungsnummer bei uns im Programm hören, rufen Sie im Studio an. Sie haben eine Minute Zeit, um sich zu melden. Jeden Montag bis Freitag ab 8 Uhr. Viel Glück! Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, Herr Reitmann. Hier ist Beate Steger von der Wohnungsverwaltung. Es geht um die Installation der neuen Heizungen. Wir müssen den Termin am Dienstag leider absagen. Unser Handwerker Herr Pöllauer ist krank. Er meldet sich bei Ihnen, wenn er wieder da ist. Ach, und noch etwas. Sie haben letzten Monat zu viel eingezahlt. Die automatische Mieterhöhung ist erst im nächsten Jahr fällig. Wir überweisen Ihnen den Betrag auf Ihr Konto. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich einfach. Danke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Herr Reitmann. Hier ist Beate Steger von der Wohnungsverwaltung. Es geht um die Installation der neuen Heizungen. Wir müssen den Termin am Dienstag leider absagen. Unser Handwerker Herr Pöllauer ist krank. Er meldet sich bei Ihnen, wenn er wieder da ist. Ach, und noch etwas. Sie haben letzten Monat zu viel eingezahlt. Die automatische Mieterhöhung ist erst im nächsten Jahr fällig. Wir überweisen Ihnen den Betrag auf Ihr Konto. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich einfach. Danke. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Münchner Hauptbahnhof. Liebe Münchenbesucher, an unseren Fahrkartenschaltern erhalten Sie auch den Citypass für die Münchner Innenstadt.
Der Pass beinhaltet ein Ticket, gültig für alle öffentlichen Verkehrsmittel in München und Umgebung und eine Vorteilskarte, mit der Sie bei vielen touristischen Attraktionen weniger bezahlen. Mit beiden haben Sie und Ihre Begleiter 1 bis 3 Tage lang die Gelegenheit, unsere Stadt günstig und bequem zu erkunden und vielleicht ein Souvenir zu kaufen. Die Preise liegen zwischen 9,50 Euro und 27,50 Euro pro Person. Gute Fahrt! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe München-Besucher, an unseren Fahrkartenschaltern erhalten Sie auch den Citypass für die Münchner Innenstadt. Der Pass beinhaltet ein Ticket, gültig für alle öffentlichen Verkehrsmittel in München und Umgebung und eine Vorteilskarte, mit der Sie bei vielen touristischen Attraktionen weniger bezahlen. Mit beiden haben Sie und Ihre Begleiter 1 bis 3 Tage lang die Gelegenheit, unsere Stadt günstig und bequem zu erkunden und vielleicht ein Souvenir zu kaufen. Die Preise liegen zwischen 9,50 Euro und 27,50 Euro pro Person. Gute Fahrt! Ende von Hören Teil 1.